Boom, das war eine schöne Wuchtel. Also, wie gesagt, das war ein schöner Laval. Also, im Hattersburg war es immer gefährlich. Ja. Da bin ich mit meinem Freund hingegangen und nach einer halben Stunde haben wir sich verabschiedet, weil das war uns zu hart. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich wäre schon deppert. Ja, das war, wie ich noch ein kleiner Bub war, bin ich erstmal ins Wiener Stadion gefahren. Da war es noch offen und da habe ich mich verliebt. In die Rapid, würde ich sagen, mit Christian Kegelwitsch, mit langen Haaren, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Ja, da hat es eigentlich, bei Rapid hat es alle. Krankl war für mich nicht ein Spieler, muss ich sagen, dem, was ich immer geliebt habe als Spieler und vor allem, wenn du Rapidler warst. Boom, das war eine schöne Wuchtel. Also, wie gesagt, das war ein schöner Laval. Also, ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch als Fußball bezeichnen kann, weil das war ein schöner, da hast du einmal geschossen und du hast dem gleich wieder, das war ein Luftballon, der war gleich hin. Ja, also es gibt ganz ehrlich zu, ich habe nicht so viele Fußballtrikots gehabt, also ich habe am Club, wenn ich mir Adresse gezogen habe, aber selber habe ich eigentlich keine gehabt. Boah, was war das? Im Hattersburg war es immer gefährlich, ja. Auf jeden Fall Anfang kann ich mich erinnern, das war American Werewolf, da war ich noch sehr jung und das war gerade up to date, da bin ich mit meinem Freund hingegangen und nach einer halben Stunde haben wir sich verabschiedet, weil das war uns zu hart. Nein, als Fan kann ich nicht sagen, das, was ich jetzt eben beschrieben habe. Also, wie ich als ganz kleiner Bub, wie ich ins Wiener Stadion gefahren bin, und das war für mich eine andere Welt. Da bin ich vorher nur im Hattersburg gesehen, eine kleine Stadt in Burgenland, und auf einmal fast ins Wiener Stadion. Da waren auf einmal so viele Leute da und ein Derby, was wir leider verloren haben. Aber das war für mich das Prägendste. Oh, meine Liebe. Nein, ich kann, also ich hab, und das habe ich wirklich nicht. Ich bin nie so da mitgegangen mit dem Blödsinn. Oh. Ja, Wahnsinn. Also dadurch ich Musik wirklich gern habe, ist so, dass ich natürlich, jetzt wird mir immer wieder U2 sagen, in der früheren Zeit, ja, Depeche Mode war für mich auch in der früheren Zeit fantastisch, aber ich habe so viel Musik, wo ich jetzt nicht sagen kann, dass ich wegfliege. Nicht? Also Toten Hosen, was weiß ich, alles was war, und deshalb kann ich mich da jetzt nicht festlegen. Mein erstes Spiel, ja, da kann ich mich immer erinnern, das war am Tivoli, mit dem Zug hingefahren, sicherheitshalber, neben mir der Gustl Starek und der Willi Kreuz, haben nur erzählt, wie es früher als Kicker waren, wie es lustig war, haben dann dort gespielt, habe wie jedes Spiel, wo ich war, immer verloren, 1-0 haben wir da verloren. Und ja, war eigentlich der Einstieg und hat mir dann für weitere 20 Jahre geholfen. Das war Golf Cabrio. Wobei ich kein Autofreak bin. Komisch weiß, aber das war mein Auto, das wollte ich mir wünschen, jetzt würde ich kein Cabrio mehr fahren. Aber das war mein erstes Auto und es war ein Traum. Und ein 1er Golf, muss man dazu sagen, ja. Weinrot. Das ist jetzt schon eine Rarität. Boom. Was war das? Das weiß ich nicht einmal. Siehst, ich bin nicht so. Weiß ich wirklich nicht. Normal sagt das jeder, aber ich weiß wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Aber ich wäre schon deppert. Das war mit Gustl Starek war ein hartes Spiel. Da haben wir 0-0 gespielt. Wir weiß ich nicht, weil die Austria war klar besser. Aber da haben wir alles reingehauen und noch mehr. Das war nicht so mitgekriegt. Da hätten sie mich jetzt in der Regionalliga auslachen, würde ich sagen. Aber man denkt, als Spieler, als junger Spieler, habe ich wirklich nicht an Geld gedacht, gebe ich ganz ehrlich zu. Das war für mich nie das Erste. Für mich war immer das, dass ich mal da dabei sein kann und dass ich das vielleicht schaffe, was ich immer wollte. Und das kann ich mich erinnern, weil das war eine harte Woche. Und dann Ernst Happel. Da haben wir gespielt in Salzburg gegen Polen, 4-2 verloren, aber die Vorbereitung zum Spiel, da muss ich sagen, das war a little bit, ja, das war tough. Auf was freue ich mich? Also ich habe jetzt nicht so, das muss aus einer Situation entstehen, aber grundsätzlich weiß ich jetzt nicht. Natürlich, ein Jürgen Klopp, wenn ich den einmal treffen würde, das würde mich wirklich freuen, weil das ist mein absoluter Lieblingstrainer, ja. Früher der Dennis Rodman, wobei da bin ich jetzt auch anderer Meinung schon, aber nur der hat mir auch als Spieler getaugt. Ich meine, mit dieser Größe, dass das, glaube ich, weiß nicht, 6 oder 7 Rebounder, der von der NBA wirst, da musst du schon eine gewisse Härte haben. Aber als Privatperson, glaube ich, würde ich mich distanzieren für ihn.